Moin ihr Lieben, hier ist wieder Maxi Fearless. Heute habe ich keine Challenge für euch, aber ich nehme euch mit auf meinen nächsten Trip. Und zwar befinde ich mich hier in Oman, beziehungsweise im Oman, in Musandam. Heute angekommen und ja, wie man sieht, ist es sehr, sehr, sehr windig hier. Das Gute ist, ich brauche keinen Föhn, ich bin gerade aus der Dusche wiedergekommen, ist 0, nix trocken. Ja, was soll ich sagen, 25 Grad. Sonne, blauer Himmel. Das einzig Blöde ist der Wind, weil heute wäre eigentlich unsere Kajaktour losgegangen. Und zwar hätten wir jetzt unsere Kajaks gepackt, wären losgepaddelt durch die Fjorde vom Oman, um dann 4 Tage in der Wildnis zu paddeln, zu zelten, beziehungsweise noch nicht mal zu zelten, sondern einfach so unter freiem Sternenhimmel zu übernachten. Und ja, natürlich richtig Bock drauf. Kajaks sind auch schon gepackt, aber leider zu windig für Kajaks. Deswegen geht es morgen früh los. Ja, ich bin gespannt. Diese Tour, die geht insgesamt 8 Tage. Erstmal fährt man nach Musandam, also wo wir jetzt sind. Wir sind in Dubai gelandet. Und dann kommt man schon mal hier an diesen schönen, steilen, schroffen Felswänden die ganze Zeit vorbei. Das sieht schon mal nach einer sehr coolen Landschaft aus. Und dann geht man in die Kajaks, ist 4 Tage unterwegs auf dem Wasser, kommt dann wieder, macht zwischendurch auch noch mal eine Wanderung irgendwo oben auf den Berg rauf. Und dann, wenn wir wieder hier sind im Hotel nach den 4 Tagen, machen wir am nächsten Tag eine richtig anspruchsvolle Bergwanderung. Wurde uns zumindest so gesagt. Beim letzten Mal wollten 2 Frauen sich mit dem Heli abholen lassen. Ich bin gespannt. Das Gefühl hatte ich auch schon mal auf dem Kilimanjaro, aber es ist ja nicht ganz so hoch wie auf dem Kili, also nicht mal ansatzweise, aber es kann schon sehr steil werden. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, hoffe, dass ich genug Speicher habe für die Zeit und höre jetzt auch besser mal auf zu filmen, weil sonst habe ich keinen Speicher mehr. Bis später! So, das ist unsere Ausrüstung für die nächsten 4 Tage auf dem Wasser. Natürlich mussten wir uns da ein bisschen beschränken, weil alle Klamotten in diese beiden Drybags kommen und die kommen dann in unsere Kajaks. Jo, also das ist tatsächlich alles, was wir jetzt für die 4 Tage mitnehmen, plus Wanderschuhe, weil wir nämlich auch eine kleine Wandertour machen. Ja, wie man hier sieht, natürlich ganz wichtig, ein Handtuch, Bikini, Cap, das aller wichtigste, 50er Sonnencreme, sonst verbrennt man hier auf der Stelle. Tagsüber nehme ich so 30 Grad ungefähr. Ja, eine sexy Bauchtasche für die Wertsachen. Sonnenbrille, Kopflampe, meine GoPro-Ausrüstung. Da muss ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen aussortieren. Handy, ja. Schnorchelausrüstung, da soll man wohl sehr gut schnorcheln können. Mit Delfinen zusammen. Ich bin gespannt. Ein Buch und auch wichtig, Paddelschuhe, weil hier nämlich überall Felsen sind und dann auch sehr grober Boden. Deswegen ist das so gar nicht verkehrt. Und natürlich auch noch mal ein bisschen Klamotten zum Wechseln. Und wenn man das alles gepackt hat, kommt das alles hier in diesen überdimensional großen Kondom. Ja. Das war's. Mehr kommt nicht mit. Und natürlich Kosmetik. Also ein paar Hygieneartikel, die ich aber heute Abend noch brauche. So, wir steigen jetzt gleich in die Kajaks ein und dann geht die Tour los. Wir sind jetzt gerade in Kasab und ich habe einen Single-Kajak erwischt. Beziehungsweise einen Double-Kajak, muss das aber alleine fahren, weil ich das ganze Equipment noch mitnehmen muss für die anderen. Ja, also das heißt ein extra Workout für mich jetzt. Jetzt geht es erstmal 21 Kilometer, bis wir dann irgendwo in der Wildnis die Zelte aufschlagen. Das ist unser Kajak. Oder mein Kajak. So. Da sitze ich dann. Schwimmweste wird noch angezogen. Da hinten habe ich Zeug drin. Da habe ich Zeug drin. Ganz vorne habe ich Zeug drin. Und ja, GoPro kann ich leider nicht befestigen am Boot. Deswegen versuche ich die so mal wieder rauszupacken. Das ist Kasa.
ich bin auf dem Wasser. Im Gegensatz zu einem Kanu-Rennboot ist das echt ein ganz schön dickes Ding hier. Es ist gewöhnungsbedürftig, ist natürlich auch jetzt schwer, ist voll beladen. Aber schöne Paddel, schöne Landschaft. Und wir sind jetzt noch im Hafen. Hier ist es noch nicht wellig. Aber sobald wir gleich rausfahren, fahren wir erstmal übers offene Meer. Da befinden wir uns dann zwischen dem Iran und dem Oman. Und ja, dann kommen wir irgendwann in so einen Fjord. Und ich bin mal gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. So, hier geht's in den Fjord rein. Kam von da. Und fahren jetzt da rein. Hi, Eike. Vielleicht darf ich wohl auch mal meine Schwimmweste ablegen, weil wir jetzt im beruhigten Gewässer unterwegs sind und im ruhigen Gewässer unterwegs sind. Ja, komm, beruhig du dich auch mal. Jetzt gucken wir hier gerade nach Delfinen. Mal gucken, ob wir hier einen finden. Da hinten ist einer. Da! Also du kennst ja, wir kennen den Mond, die Mondoberfläche besser als den Meeresboden, ne? Crazy, oder? Die können ihr Geschlecht wechseln. Manteltierchen. Die können sich bis zu 100 Kilometer anketten. Die ketten sich schön aneinander und manchmal, wenn man die in die Hand nimmt, dann wird die Kette gelöst und jeder lebt wieder für sich selbst weiter. War verrückt. Durchsichtig mit so einem komischen Köpfchen. Verrückt. Achso, wir kommen längst her. So, wir haben jetzt 19 Kilometer. Jetzt bin ich fertig. Ich habe richtig, richtig Hunger. Und so sieht es hier gerade aus. Also die gleiche Landschaft wie vor 5 Stunden auch schon. Felse und Wasser. Aber es ist die Wildnis. Und ich freue mich auf die Nacht. Da schlafen wir nämlich unter freiem Himmel, unter den Sternen, ohne Zelte, da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin mal gespannt und jetzt gibt es erstmal Futter. Okay, das ist richtig geil. Hier können wir heute Nacht pennen. Und Eike und ich haben die Honeymoon Suite bekommen. Das ist unser Schlafgemach für später. Haben wir noch eine Matratze drauf, einen Schlafsack. Und dann pennen wir hier. Ja, gleich noch einen schönen Sonnenuntergang. Und einen schönen Panoramablick. Mmh.
Morgen! So, wir haben jetzt unsere erste Nacht hier draußen verbracht, haben gerade schon gefrühstückt. Vorhin war es ein bisschen zu dunkel zum Filmen, als wir aufgewacht sind. Wir sind nämlich um 5 Uhr aufgestanden und ja, noch ein bisschen verknautscht. Das ist jetzt unser Blick noch gewesen, oder ist momentan unser Blick. Und hier haben wir gepennt. So, weiter geht's. Schön nach dem Sonnenaufgang. 7.30 Uhr. Und heute haben wir, glaube ich, 12 Kilometer vor uns. Es geht. So, wie Sie sehen, Felsen und Wasser. Hörst du das? Masi! Echo! Düsseldorf! Nice! Ist das stumm. Einmal Echo und ich bin schon wieder dabei. Also hier in diesem Dorf leben tatsächlich 7 Familien. Aber nur im Sommer. Ne, nur im Winter. Oder? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Und die haben nur Zugang zum Wasser. Es gibt keine Straßen, weil da überall Berge sind. Und die heiraten alle ihre Cousins und Cousinen. Ach, das stimmt auch. Kleiner Fun Fact. Da hinten ist eine Haiflosse. Ja. Sieht man, glaube ich, nicht. Das ist die Shark Bay und hier schwimmen immer ganz viele Haie rum. Und da gehen wir wohl gleich mal schwimmen. Da? Also raus, die Sonne verliert. Ist der Spiegel da unten im Wasser? Komm, das ist ein Video. Video. Das ist ein Video? Video. Kika, das war ein schönes Mal. Macht aber nicht. Das ist ein Hai. Da, jetzt sieht man den richtig gut. Ein Hai. Da gehen wir gleich rein. Oder Eike? Na, selbstverständlich.